Wieso war das denn falsch? Der Fahrer war sauber. Der kann doch nicht sauber gewesen sein. Das Datum hat doch nicht übereingestimmt. Ach so. Ach so. Die Gültigkeit der Arbeitserlaubnis oder Einreiseerlaubnis des Visums und dem Pass, die können ja gar nicht gleich sein. Bei Hochschacht 3 hast du eine gute Zeit. Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge, in der wir kostenlose Spiele auf Prime testen. Nein, das ist falsch. Wir testen, wir bezahlen, wir riechen auf Netflix. Nein, wir... Ach ja, richtig. Heute mal nicht. Nein, wir machen heute kein kostenloses Spiel auf Prime, sondern wir machen heute etwas anderes. Sekunde, ich muss hier gerade mal kurz den Regler ein bisschen drehen. So, wir machen heute ein Bezahlspiel. Und zwar hat mir der liebe Ryloxy Contraband Police zur Verfügung gestellt. Bin sehr gespannt, sehr gespannt. Also laut Ryloxy ist das ein Megaspiel. Karikatka. Oh, es geht los. Wache auf, Genosse. Okay, oh ja, hau. Das hätte schief gehen können hier. Ich muss ganz kurz nochmal raustappen. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Und fortsetzen. Die Jungs auf eine Kiste Wodka gewettet, dass du nicht mal eine Woche in diesem schäbigen Loch überlebst. Aber der Kommissar glaubt irgendwie an dich. Na dann. Na klar glaubt er an mich. Ich bin der beste Grenzmann, den er je hatte. Du befolgst besser alle seine Befehle, sonst entdeckst du wie Rosnikov, armer Kerl, er wollte noch nur etwas mehr verdienen. Achso, ich ende wie Rosnikov. Hm, okay. Rosnikov. So, was muss ich machen? Ah, hier. E. Oh, warte mal, die Engine kennen wir doch schon. Das ist doch wieder die Spielengine von ja, ihr wisst schon, hier, wie heißt es gleich? Komme ich hier rein? Hallo? Ach, da ist eine Tür. Thief Simulator. Ah, Genosse, wir haben dich erwartet. Willkommen im Grenzposten Karakita in... irgendwo. Naja, dann. Ran mit dir, ich will dich kontrollieren, Freund. Ach, da kommst du. Schön, mit dem Moskvitsch hier vorgefahren. Guten Tag. Fahrzeugpapiere und Ausweis bitte. Ja. So. Basil Volkov. Basil Volkov, YZTO, TW65. Ja, wunderbar. Übereinstimmung, prima. Ja, das stimmt überein. Das stimmt aber nicht. Gültig bis hier. Das ist ein Betrüger. Das ist ein Betrüger. Der will hier, der will sich illegal einschleichen. Guck mal. 2. Dezember 81, 2. Juni 81. Oh, 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 oh. Nachname, Haltbarkeitsdatum. Gut, ich habe mir das Gesicht nicht so genau angeschaut, aber Haltbarkeitsdatum ist ein Fail. Ja. Passfoto, ich weiß nicht so genau. Sah der so aus? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, ja? Ach, wir raten einfach mal. Oder können wir nochmal zurückgehen? Ah, doch. Ah, guck mal, der sieht so aus. Ja, super. Okay, dann machen wir jetzt den Kontrollbericht. Der sieht so aus, aber die Haltbarkeitsdatum. Wir haben dich erwischt. Verweigert. Niet. Doch, Kollege. Hier, jetzt Abmarsch. Zurück mit dir. Abwenden und raus, hier geht's. Ganz genau. Prima, da geht's lang. Nicht zurückgucken. Immer weiter. Adieu. Mach's gut. Schöne Grüße an die Frau. Wie? Das war keine gute Entscheidung. Wieso war das keine gute Entscheidung? Habe ich irgendwas übersehen, Freunde? Schreibt mir mal rein, was ich übersehen habe. Ach, wie süß. Was haben wir denn hier? Oi. Der kann doch nur ehrlich sein mit so einem Auto. Gucken wir uns den mal kurz an. Markantes Kinn, Brille, lange Nase. Aha. So. Wie, ich habe minus 100 Dollar. Wieso habe ich minus 100 Dollar? Dokumente wurden bereits entgegengenommen. Ja, achso, ja, Tab. So, Marcel, Anna, was auch immer hier. Übereinstimmung.
53Z0YYF5 passt. 8. September 81, gültig bis. Das stimmt doch schon wieder nicht. Das ist doch schon wieder falsch. Und passt hier das Ding überhaupt? Königreich von. Kontrollbericht. Haltbarkeitsdatum. Ist nicht gut. Aber übers Papier kann ich hier gar nicht sagen. Okay, Foto passt auch nicht. Das ist doch ein ganz anderer Typ. Will der mich hier veräppeln oder was? Über meine Grenze kommst du hier nicht, Freund. So. Erledigt. So, und jetzt? Steig mal aus, bitte, hier. Los. Ich will dir mal dein Auto mal angucken hier. So. Was haben wir denn hier? Irgendwas Spannendes? Nee? Aha. Irgendwas im Fußraum versteckt? Ah ja, so ist gut. Schön raus hier. Aha. Okay, wie komme ich jetzt? Ah, okay. Aha. Das soll ein Motor sein, ja? Sie wollen mich doch veräppeln. Sie wollen hier Motorrad schmuggeln oder so. Aha. Einreise verweigert. Nicht hab. Ja, und jetzt adieu. Mach's gut, mein Freund. Hau rein, arrivederci, gute Reise, viel Spaß. Ja, gut, er fährt mit. Sir, ihr Kofferraum, also Motorhaube ist noch offen. Ihr. Ciao. Gerechtfertigte Ablehnung. Jawohl, diesmal haben wir es gut gemacht. Ergebnisprüfung. Ah, Daten korrekt. Markierter Fehler. Fehler nicht markiert. Keine Ahnung. Egal. Wir lassen den nächsten rein. Komm, einer geht noch. Ist das eigentlich immer das Gleiche? Also machen wir nichts anderes in dem Spiel? Kontrollieren wir nur Autos? Ich meine, ich finde es saulustig, aber... Aber ist das wirklich alles? Egal, macht mir Spaß. Erstmal Tür aufreißen. Hey, du da! Gib mir deine Papiere! Runde Brille, Schiebermütze, Bart. Alles klar. Her mit den Papieren. So, was macht das Auto hier? Ah, es riecht ein bisschen verdächtig. Mhm. Gucken wir lieber mal ganz genau hin hier. Ah, okay. Erstmal nicht so kritisch hier. Super. Aha. Ja, ni madre boniet. Ich weiß, ni madre. So, okay. Aha. Wie sieht's hier aus? Prima. Ich guck mal lieber nochmal hier. Taschenlampe. Schwarzlicht. Okay. Ey, ich komme hier nicht durch. Ah, ja, alles schmutzig. Okay. Okay, ja gut. Gucken wir uns die Unterlagen an. Miko Numerla. Numerla. Das scheint zu passen. Bell 07, Y74 Uhr. Scheint zu passen. 3. Mai 81. Schon wieder die Gültigkeit nicht da. Das gibt's doch wohl nicht. Guck mal hier. Und da. Und hier. Und da. Ja, da passt aber irgendwas. Gar nicht zusammen hier. Aber Name stimmt. Haltbarkeitsdatum stimmt auch wieder nicht. Passnummer stimmt. Foto stimmt. Aber hier, das da. Guck mal, wenn wir das jetzt vergleichen hier. Passen nicht zueinander. Ja, gut. Dann wird's jetzt eng für dich, Kollege, ne? Dann wird's jetzt eng für dich. Mhm. Alles beendet. Wir verweigern die Einreise. Was ob dein Jara? So, und jetzt weg mit dir. Mach deinen Deckel zu. Ah, kurbel erstmal Fenster hoch. Du siehst nicht viel. Ah ja, okay. Aber da kommt... Ja, perfekt. So, hier nicht lang fackeln. Gleich mal den nächsten reinlassen. Adieu, grüßen die Mutti schön. Der hat... Wieso war das denn falsch? Der Fahrer war sauber. Der kann doch nicht sauber gewesen sein. Das Datum hat doch nicht übereingestimmt. Ach so.
die Gültigkeit der Arbeitserlaubnis oder Einreiseerlaubnis des Visums und dem Pass, die können ja gar nicht gleich sein. Ha, ich habe gerade meinen Fehler erkannt. Hallo, Sir, bitte einmal die Dokumente. Ja, Papiritscha. Ein Träumchen. So, ja. Okay. So, Digi, ich gucke mir deine Papiere noch an. Makim Malut. Oh, der Name ist falsch. Und die Nummer ist falsch. Oh, das wird eng für dich, Freund. Das wird eng für dich. Ja. Und wahrscheinlich ist die Flagge hier auch noch falsch. Aber das reicht mir schon. Kontrollbericht. Wir haben hier ein Problem beim Namen. Wir haben hier ein Problem bei der Passnummer. Und das Foto. Ich weiß gar nicht so genau. Ja, doch, das Foto kommt hin. So. Freunde. Zack. Der wird mal Riros abgewiesen. Raus mit dem. Ja, Siemrachowicz. Kannst du dich beschweren bei meinem Chef? Wenn du hier mit falschem Namen kommst, dann hast du halt gelitten. Schönes Auto aber. Sei froh, dass ich das nicht beschlagnahme und behalte. So, und jetzt Abfahrt. Raus hier. Nächster rein. Wie? Keiner mehr. Nächster? Habe ich überhaupt irgendwen durchgelassen? Habe ich alle abgelehnt? Das war kein guter Anfang. Versuche es morgen besser zu machen. Ha. Also, wenn ihr wollt, geh in deine Wohnung gut aus. Ja, ja, mach ich. War meine Wohnung. Ah, der Wohnwagen hier hinten. Okay, dann gehe ich mich ausruhen. Wenn ihr also wollt, dass ich auch morgen noch einen Tag spiele, dass wir gucken, ob ich es am nächsten Tag besser mache, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst vor allen Dingen ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ansonsten hat mir es echt viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich spiele das auch außerhalb des Videos ein bisschen für mich. Vielen Dank, Ryloxy, fürs zur Verfügung stellen, für die Idee und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Rouge. Ciao. Bei Rouge auch 3.